Hallo Leute und willkommen Alle zurück. Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Super. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Super, ja. Okay, ich stecke hier fest. Verdammt. Ja, willkommen zurück. Und es freut mich, dass ihr auch hier seid und so Zeugs, ja. Ihr kennt das ja. Und wir müssen hier weitermachen. Wir waren ja jetzt hier stehen geblieben im ehemaligen Aperture Science Forschungsbereich. Und mir eine ganze Menge Mist verzapft. Ich glaube, dort da unten. Ja, sieht richtig aus. Ah, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Ja, der gute alte. Jetzt sind wir nochmal Cave Johnson. Okay, was müssen wir hier machen? Gut, ich glaube, ich weiß was. Ja, erstmal die Rampe hier schön mit blauem Schleim schmücken. Schön. Okay, jetzt habe ich noch mal eine Idee. Und okay, das reicht nicht. Aha, gut. Sind wir schon mal hier oben. Ist jetzt die Frage, was wir hier machen. Ah, ich weiß jetzt, was wir machen können. Bam. Schön, schön. Jetzt können wir nämlich auch hier ein Portal setzen. Nein, was wir zuerst noch machen müssen, ist die Wand dort oben vollpinseln. Und zwar geht das wohl am... Ach nein, den Boden dort meine ich natürlich. Und zwar geht das wohl am besten so. Ich bin noch ganz sicher gehen, dass ich dort wirklich alles treffen kann. Ja, sieht gut aus. Und dann... Ready to lift off. Und... Der Kaffee zack. Von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Ah, schön zu wissen. Wieder mal der geile Humor von Portal. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren,
dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus hier raus operieren. Na, ja, auch gut zu wissen. Ich muss jetzt mal kurz nachdenken, wie sich das am besten hier anstellt. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Super. Ja, das sollte so klappen. Müssen wir hin. Ich glaube, wir sollten einfach mal in der Ladung Jumping gehen. Naja. Ich glaube, ich weiß, was zu tun ist. Doch nicht klappt. Na geil. Wie geht sowas? Fuck. Das ist komisch. Hörst du das? Es bedeutet, man verwirrt zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Uhr. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höchste, wenn ein paar Waffen fliegen, die in Löchern ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschirm. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur der Leifer könnte größer sein. Na los, packen wir zusammen. Yay. Und wir befreien den Cube. Weiter. Ach, okay, jetzt ist diese Dings runtergekommen, die Hebebühne. Gut. Und jetzt müssen wir nur noch. Okay, da. Bombe. Scheiße. Yay. Bei der Forschung geht es nicht um das Raum
sondern um das Warum nicht. Warum ist es unsere Forschung gefährlich? Aber warum nicht? Sonst macht es ja keinen Spaß. Sonst hätten wir einen Spezialtier erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie abkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen. Durch die Tür, rein ins Auto. Gute Fahrt. Ah, super. Oh, fuck. Ich bin noch müde, Leute. Glückwunsch. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn es ganz ausgereift ist. Halte dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag Tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Ja, Cave Johnson und wir sind jetzt am Ende des ersten Teils dieser neuen Ort-Welt-Dings. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber naja. Auf jeden Fall sind wir jetzt ganz oben bei diesen Kakakuten. Aber wir gehen noch nicht, sondern wir gehen dort in den 1971 Bereich. Zur Pumpstation Beta. Okay. Aber wie ging das nochmal? Ich wusste das noch irgendwann mal. Okay, so ging es auf jeden Fall nicht. Gut, so ging es ungefähr. Jetzt muss man das hochkommt. Ah, ich weiß nicht, wie es ging. Und zwar muss man... Oh, fuck, das wird schwer. Und los. Ah, yes. Genau das muss man machen. Ja. Und hier ist deine Tür. Aktivieren wir beide Gelflüsse. Den blauen und den orangen. Und gehen weiter. Das sieht schon anders aus hier.